Meine Tante Maria. Das nehme ich mit. Obwohl, wenn wir in unserem Keller vielleicht ein Forschungsgebäude machen, dann nehme ich doch so zwei Schränkchen mit so rein aus optischen Gründen. Und Server haben wir eigentlich genug mitgenommen, ne? So Server-Schränke. Ja, Server haben wir genug. Bin jetzt wieder. Oh. Ah, hier ist dieses. Ah, du bist hier. Genau, ich bin jetzt wieder an Crafting Table. Ich schau mal kurz, wie viel Eisen habe ich denn jetzt abgebaut. Wir bräuchten jetzt auch mal einen Ofen, so langsam. Ja. Mal kurz, ob wir hier einen Ofen craften, weil dann können wir ja unser Eisen einschmelzen. Und uns eines schönen Eisendaseins erfreuen. Ich hätte gerne ein Stück Eisen. Gut schauen. Wo kann man hier den Ofen basteln? Und das Stone Furnace, oder? Das ist doch das Stone Furnace. Was brauchen wir da noch? Campfire. Ich muss ein Campfire erstmal kraften. Aber das ist kein Problem. Das kraften wir mal schnell. Also ein Campfire. Jetzt kommen wir zurück und können ein Furnace craft. Okay. Oh. Okay, ich setze den jetzt aber mal hierher. Ist da irgendwas Cooles, wenn man so ein Ding macht? Ja, da gibt es einen Erfolg wieder. Zack. Bin ich dabei. Hey. So. Dann, was wollen wir schmelzen? Wir wollen Eisen schmelzen. Ich habe 11 Iron Ore, weil ich mache mir jetzt direkt, die hält ja eh lange. Also wäre es, glaube ich, keine Verschwendung, wenn wir Eisenäxte machen. Ja. Weil wir werden ja jetzt so viel buddeln wahrscheinlich die nächste Zeit. Da wäre es einfach besser, wenn wir Eisenäxte hätten. Hast du auch noch ein bisschen Eisen? Mhm. Dann kannst du dir auch eine Eisenaxt machen. Wir gerade gucken, dass ich mir auch noch so ein... Was denn? Toymakers. Hier, your ship's... For all you. Your ship's engine is... Wir lesen gleichzeitig was vor. Ja, lest mal erst deins vor. Ich lese mir das hier schon mal leise durch. Also bei meinem... Ich habe hier was, wo man anscheinend Geschenke machen kann. Für Holiday. Für die... Ne? Mhm. Ist was ganz Besonderes. Da steht gerade die neue Quest First Contact. Your ship's engine isn't yet strong enough to take you beyond the Alpha Sector. Das heißt, wir sind gerade im Alpha Sektor. Das Schiff ist nicht stark genug, um diesen Sektor zu verlassen. Craft a distress beacon and maybe you'll be able to make contact with a larger ship. Geil. Das heißt, wir können zwar mit dem Schiff nicht weg aus dem Alpha Sektor, aber wir können so eine Antenne bauen, mit Hilfe, wie wir ein größeres Schiff kontaktieren können. Make sure you're ready for anything before you. Wie craftet man das? Das ist die nächste Quest hier auf jeden Fall, diese Antenne zu craften. Egal, ich schaue jetzt mal kurz nochmal im Eisen. Das ist ja schon gebrannt. Ich frage mich gerade, wie man hier ein Ding macht. Ich finde einfach nicht den... Ah, da ist er. Ich habe... Yeah, out of the frying pan. Open to iron ore and melt it in a furnace to obtain an iron bar. Okay. Ach, wir brauchen. Ach so, das geht ja gar nicht mit dem Holzding. Wir brauchen jetzt einen Eisen-Crafting-Tisch. Ich muss mal gucken, wie man den craftet, was man da alles braucht. Hier. Metal Workstation. Aber weißt du was? Lass mal von hier weggehen. Unten das Laser. Ach, dieser Elektro-Scheiß ist so eklig. Das ist die ganze Zeit. Kann man das zubauen oder so? Keine Ahnung. Station. Was fehlt denn da noch? Pixels. Wir brauchen auf jeden Fall, kostet es 300 Pixels. Ein Iron Anvil. Also, wir brauchen einen Amboss. Den werde ich wahrscheinlich schon machen können. Oh, hier geht's noch weiter runter, ne? In unerforschte Bereiche. Nach dem Raum kommt ein nächster Raum, da kannst du einfach runter. Ah, hier ist dieses Ding. Diese komische Antenne. Oh, fuck. Der braucht 150 Pixel, Silver Bar, Chopper Bar, nochmal Iron Bar, Wood Planks, 100 Stück. Hier sind wieder so... Ja, das ist auf jeden Fall machbar. Hier sind wieder so Ritter, ne? Also ich habe noch... Hier geht's noch etwas weiter. Okay, ich komm mal weiter rüber. Metzel sie gerade. Schön auf die Fresse. Du bist die ganze Zeit nach rechts? Oder auch nach unten? Und dann kannst du nach unten. Und dann runter. Da wo das eindeutig, dass da unten keine Falle ist. Ey, der eine schreit, der ist immer schreit. Du hast den und den gekillt, du Drecksau. Okay, tot. Hier ist wieder ein Schrank. Ich nehme mal den linken Schrank. Geil. Irgendwelche Spritzen. 4 Pixels und 2 Spritzen. Oh, hier ist wieder Reichtum. Versuch jetzt mal zu killen mit meiner. Oh, krass, ey, wie die reinhaut. Bam! Baff dich! So, ist wieder so. Das wäre du Ding sehen, willst du? Das wird so. Ey, dann ist da unten vielleicht nochmal so ein. Oh, hier ist eine Oboe drin.
Was, ich hau die... Achso, kannst du die hauen? Ja, die kann man mitnehmen. Die wollte ich in unser Schiff reinmachen. Ich mache irgendwas und krieg Andy gewischt. Und der Valen? Nix. Lava. Dann leck mich doch am Poppes, Mensch. Heide, nein. Komm mal, ich lass das jetzt überfluten. Achtung. Oh, Vorsicht. Oh no. Oh, du Scheiße. Let's get the hell out of here. Ich mach dir die Treppe weg hier, ne? Ich brauche eh warm. Guck mal, da entsteht irgendwas, siehst du das? Ja, so das ist, was ich abgebaut habe, dieser Lava-Rock. Der Lava-Bock entsteht da nämlich. Don't coming hoch anymore, this is. Ah, lass die Lampen auch mitnehmen, diese kleinen coolen da. Die sind geil fürs Spiel. Genau, das ist ja wie so ein Todesgang hier, den brauchen wir nicht mehr. Und das ist Glas. Look at this glass. Es ist dunkel wie eine Furunkel. Eine verunkelige Furunkel. It's so dunkel. Oh. Nein! Du drückst schon auf links und es baut einfach wie so, wie erst mal hinmalen, baut es da was hin. Nein! In die Lava reingefallen. No. Man kann sich auch wie so ein Antrieb, dass man zweimal hoppen kann, so pf, pf. Das geht auch. Der Pfit-Pfit-Antrieb ist sehr sinnvoll, wenn man doppelt springen möchte. Aber ich weiß nicht, wie es funktioniert. Das müssen wir wahrscheinlich finden. Der patentierte irgendwo. Hier, das ist unser Haupthaus eigentlich hier, oder? Genau, unser Hauptscheiße. Und unser Betten. Unser Scheißloch. Unser Kackeloch. Guck mal, was schwimmt denn da oben auf den Dingern? Sind das so kleine Eisfische oder was? Junge. Guck mal, ob wir die auch irgendwie messen können oder sowas mit einem Pfeil und Bogen. Die werden wir abschießen können. Aber die droppen nichts, ne? Oh, du hast ihn hochgeschossen. Der verstickt, Mensch, der verstickt. Doch, die droppen doch irgendwas, oder? Ist da nicht irgendwas runtergesunken? Tja, sonst, ich geh mal kurz rein. Nee. Kann sein, dass ich jetzt irgendwas aufgehoben hab. Das habe ich nämlich vorhin auch schon nicht gesehen. Wir müssen auf jeden Fall, also wenn das hier unsere Base ist, müssen wir auf jeden Fall verschönern. Aber hallo, voll hässlich. Richtig, schön machen. Ich muss mich hier schon wieder nicht hinlegen. Du musst dich schon wieder in Erde. Gut. Oh, es ist gerade dunkel. Die Bäume sind wieder gewachsen übrigens. Ich glaube, ich pflanze oben mal ein paar neue Bäume an. Wenn das wollt wieder frieren hier, die Drecksau. Muss mal gucken, wo die Samen sind. Also jetzt muss ich die unbedingt finden. Ah, ich kann ja eigentlich meine Rüstung anziehen. Hose. Du hast Richtung? Wo hast du die her? Eins Sonne. Okay, die habe ich vorhin irgendwie bekommen. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Ich kann es da nicht sagen. Beim besten Willen nicht. Ich will auch. Das ist ein Light. Wo sind die scheiß Saplings schon wieder hin? Hm. Weißt du was? Haben wir nicht jetzt irgendwie unten in unseren Öfen unseren Scheiß vergessen? Ich hol's. Nee, ich hab meins gleich rausgenommen. Meins ist sicherlich noch drin. Ich alte Saftpresse hab's nicht rausgeholt. Wo sind die Samen? Oder sind die vielleicht im Rucksack? Nein. Hier, Sapling! Oh yeah. Arme Teddy Bear. Nimm alles mit. Dann werde ich mal weitere Saplings setzen. So. Einmal hier. Hey. Da wollte ich jetzt aber nicht hin. Wit. Einmal wit. Einmal. Ich habe eine moderne wit. Plattform. Die ist modern. Ich habe moderne Kunst erschaffen. Aua. You're getting on your balls. Something on your ball sack. Du hast Hunger. Ich habe Hunger. You have so hunger. No. Achtung, kümmer. Nach oben schießen. Bam. In your Hoden. Bam. In the Hoden hinein. Bam. Das war der Hodenschuss. Okay, ich brauche jetzt aber Essen. Schnell. Ich habe ein Steak. Hau rein. Guck mal. Ach so, ich muss mit rechts, damit ich die eine Hand. Du kannst ja beide Hände benutzen. Guck mal, jetzt zum Beispiel. Habe ich Klopapier in der Hand? Du kannst aber ohne Scheiß eine Toilette craften. Ich habe da Leute gesehen, die haben sich ins Raumschiff, haben die sich eine Toilette reinplatziert. Also generell ein Badezimmer. Aber gut. Ha! Tja, du Bodyslam, Kackvieh. Bitch! Aber ich werde hier mal ein bisschen besser ausleuchten. Man sieht hier ja gar nichts in unserem Eingangsbereich. Vielleicht bauen wir uns hier noch so ein kleines Vordach hin, wo dann so eine Lampe ist. Oder vielleicht direkt hier so oben so eine, ein Haus aus Holz.
Genau, und das ist hier unser Kellerbereich. Ja. Aber dann brauchen wir auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Holz. Lass mal direkt hier die zwei abbauen. Guck, wie das aussieht wieder. Ah, man, du bist mein Motivator, weißt du, ich bin der Holzarbeiter und du machst einfach Musik. So, Night Fever, Night Fever. Damit ich weiterarbeiten kann. Das ist der nächste Baum, fälle ihn ab. Oh, sehr gut. Diesen Beruf sollte es auch in Möglichkeit geben. Ich beschütze dich, Lorn. Ich bin der Baumfällerbeschützer. Mach kaputt. Das war cool, gerade mit Pfeil und Harke. Pfeil und mal eben meine Bandage vergessen. Ich hab's mir um die Zähne gewickelt. Oh, hier ist dieser Berg. Okay, ich leg mich jetzt schlafen. Ich hab ein bisschen was. Zwei Strichlein fehlen mir. Zack, zack, zack. Und dann beende ich hier diese Folge. Wir können jetzt gleich weiter aufnehmen, Killer. Nur ich muss dringend eine Toilette besuchen. Ja. Und ich werde jetzt hier einfach kurz eine Unterbrechung machen. Ich weiß auch nicht, wie lange wir schon aufnehmen. Ich mal gleich mal schauen. Stimmt, Jo. Jetzt bin ich gleich hier voll aufgeladen. Dann kann es weitergehen mit Einschlafs-TV. Nee, Quatsch. Nee, eigentlich war es ja ziemlich spannend. Es war nicht Einschlaf. Wir waren nicht nur gebuddelt, sondern haben ein geiles Forschungszentrum gefunden. Und ja, mal sehen, was da noch zu entdecken gibt. Seht ihr alles in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut.